Da ist es unser Trainerteam bis 2025. Christian Eichner und Zlatan Bajramovic. Von der Vertragsverlängerung ging es direkt nach Kirchfeld für den guten Zweck. Denn Leute, hier geht es nicht ums Ergebnis, sondern darum, Gutes zu tun. Und ihr seid gekommen. Über 2000 Zuschauer an einem Dienstagabend bei, entschuldigt, richtigem Schiedwetter. Aber alles für den kleinen Malik und seine Mama Romina, die ihren Papa Tino leider bei einem Autounfall verloren. Deshalb trugen bei den Tino Hodžić Allstars alle die Rückennummer 11. Ein wahrer Albtraum für unsere KSC-Stimme Martin Wacker, der selbstverständlich als Stadionsprecher fungierte. Und der bekam richtig viel zu tun. Vierte Minute, Fabian Schleusener, die frühe Führung für den KSC. Und was soll man sagen, in dem Takt ging's weiter. Malik fordert schon den Ball und da bekommt er ihn auch. Der Schuss zunächst geblockt, aber dann Badmaz mit dem 2:0. Noch haben wir genug Licht für die Kamera, also machen wir weiter. Eckball, Flanke, Tor, genau so muss es laufen. Malik schnürt den Doppelpack. Weiter geht's, immer noch Halbzeit 1, schön durchgesteckt zu Marvin Vanicek und der eiskalt, sein erster Treffer. Ihr seht, er hat immer noch die Kapitänsbinde. Jerome Gondorf wird am Montag zurück im Mannschaftstraining erwartet. Ja, und bis dahin, da hat Marvin das Sagen auf dem Platz. Schön umkurvt den Torhüter von Tinos Traumelf. Sein Doppelpack, genau wie Malik jetzt Doppeltorschütze. Ja, und ihr merkt, es wird langsam dunkler. Die Augen spielen einen Streich. Hä? Zweiter Ball? Lag der noch vom letzten Tor auf der Linie? Oder was war das? Dominik Kota klärt Daniel Gordon auf. Ja, der war drin. Nächster Treffer für den KSC. Wir sind immer noch in der ersten Halbzeit. Und Fabian Schleusener hat noch Lust, seinen Doppelpack zu schnüren. Drei Doppeltorschützen zur Halbzeit bei unseren Jungs. Und dann wurde komplett durchgewechselt. Ihr merkt es, alle haben mitgespielt. Der komplette Kader bis auf die Verletzten. Sogar unser Edelstürmer Philipp Hofmann ließ es sich nicht nehmen, an diesem Abend auf Torejagd zu gehen. Ihr merkt langsam, ne, das Flutlicht in Kirchfeld hat zu kämpfen. Man kann nicht mehr ganz so viel erkennen, aber egal, der Ball ist schon wieder im Tor und das war einer unserer Testspieler. Ricardo van Rijn, ein Name, wie er zu Karlsruhe am Rhein nicht besser passen könnte. Was meint ihr? Sollen wir den holen? Schreibt's in die Kommentare. So lang schauen wir uns noch weitere schöne Tore an. Wieder Philipp Hofmann. Ha, also Tore gab es wirklich einige zu sehen an diesem Abend. Und dann war es soweit. Die Elf. Glockenfrei über die rechte Seite auf die Elf. Und da ist es, der Ehrentreffer für Tinos Traumelf von der Nummer 11. Und da kommen sie alle, die ganzen Elfer aus der Region, die Auswahlmannschaft außer sich. Pure Freude, das ist das, wovon jeder Amateurfußballer träumt. Einmal gegen den KSC netzen. Dann guck mal hier, die freuen sich so sehr, dass sie den Babyjubel auf dem Rücken machen. Da ist er wieder, die Kugel, der Schlusspunkt. Gehörte aber unseren Jungs nochmal über die rechte Seite. Schön vorbei und dann in der Mitte Philipp Hofmann. Ja, haben wir doch noch einen. Die Elfer nochmal. Diesmal über die linke Seite. Wieder kommt der Ball nach innen. Pfosten! Doppelpfosten, um Gottes Willen! Kannst du dir nicht ausdenken, sowas. Aber ihr wisst, egal, ums Ergebnis ging's ohnehin nicht. KSC tut gut. Hat funktioniert. Es kam richtig viel Geld zusammen
für Tinos Familie. Wenn ihr noch spenden wollt, dann findet ihr alle Informationen bei den Kickers Nordbaden. Das Spendenkonto ist noch geöffnet. Wir hören uns wieder morgen schon beim Testspiel auf KSC 360 gegen den SV Waldhof Mannheim. Nancy hat uns kurzfristig abgesagt. Wir konnten den Stream umbuchen und deshalb gibt es für alle KSC 360 Abonnenten morgen den Stream um 11.50 Uhr. Um 12 Uhr ist Anpfiff und natürlich, wenn es euch das zu früh ist, dann im Relive auf ksc.de/wildparktv. Ansonsten gibt es die Höhepunkte von dem Testspiel wie gewohnt auf ksc.de bei wildparktv am Freitag. Bis dahin, macht's gut, tschüss, euer Fabian.